Und hier ist diese Ausgrabungsstätte. Oh, was dieser bunte Stein? Belohnung für abgeschlossene Quests und Questreihen. Funken, Funken, Funken. Region abgeschlossen, Partikel der Meisterschaft, Credits. Okay. Da scheint es mehrere Sachen zu geben. Dann gehen wir doch mal dort hinein. Da scheint es wohl mehrere Quests zu geben. Oh, die sieht ja cool aus. Eine Ausgrabungsstätte. Nicht übel. Okay, frag den leitenden Wissenschaftler, was los ist. Hier ist er. Sure, I'm glad that the Immortals responded. You'll help us, right? Our research group has been busy working at the dig site, studying Eli's legacy. Have you heard of it? The energy source that's keeping this archipelago up in the air for us can bring prosperity to Elion. Okay. So, there we are digging, and then these bandits appear. They attacked our camp and made off with all the valuable relics. I dread to think what will happen if they ever hit the black market. The damage they dealt is tremendous, and I'm worried because I can't reach the other scientists. I just don't know what to do. Na dann, können wir ja helfen. Hilfe für die Wissenschaft. Okay. Auch einfach mal so ein paar Funken Eisrahmen. Oh Gott, schon wieder was Neues. Ah, hier eine Zusatzwaffe. Ja, was das ist, wo man das sieht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass dieser Rahmen hier um den Kristall herum, aber auch nicht schlecht gemacht. Sehr schön. Bewirkt 56% mehr Schaden. Schneesturm, okay. Und ich bin auf 603. Yeah, ich brauche nur noch 97 Prestige. Sehr cool. Oh, der hat einen. Note that the digs are carried out in a large area. To move around quickly, use special devices. Uplink terminals. Ah, da ist ein Uplink Terminal, würde ich mal sagen. Nee, würde ich nicht sagen. Was ist ein Uplink Terminal? Ah, oder das Ding hier. Auch nicht. Uplink Terminal. Ah, wenn ich da schnell hin will, 750 Credits. Oh, das ist schon ein richtiger großer Bereich. Und ihr seht, da kann man 7 Schritte schaffen. Erste Berührung, da gibt es blaue. Dann für den Orden sorgen, gibt es rote. Verborgener Feind machen, gibt es grüne. Also, umso mehr man hier macht, umso mehr Steine gibt es. Das ist ein richtiger Bereichs- Quest sozusagen. Ja, dann gehen wir doch mal nach da vorne und hoffen mal, dass wir hier nicht runterstürzen und sterben. Ne, geht bis jetzt. Und dann machen wir mal eine Sache fertig. Der Schein drückt, sammelt Daten. Okay, machen wir mal. Davon sollen wir auch Turbis beseitigen. Oh, jetzt habe ich ein C. Das ist, glaube ich, dieser Schneesturm. Das scheint eine super Ultimate zu sein. Cool. Ja, da gibt es auch wieder mehr Credits durch den Premium-Status. Schön gemacht, okay. Und ja, jetzt haben wir auch schon 20% der Turbis hier beseitigt. Ihr seht unten auf der Map, was hier alles so markiert ist. Da ist auch schon die nächste Forschungssonde. Davon haben wir dann auch schon 28%. Da müssen wir jetzt schon 42% haben, genau. Sehr schön. Und jetzt räumen wir hier mal weiter auf. Okay. Und nun?
Okay, und da haben wir uralte Schriften schon abgeschlossen. Cool. Jo, so schnell geht das. Klopft man sich durch die Quest durch, das ist ja eine wahre Wonne, du. Das geht so schnell. Okay, hat schon wieder Beute gefunden. Da ist wieder eine Forschungssonde. Ja, doch, muss man schon sagen, also es ist nicht irgendwie langwierig alles, dass man sagt, boah, 1000 Sachen erledigen, das dauert ja ewig. Man kann hier wirklich schön durchlaufen. Macht immer weiter irgendwas platt. Action pur. Und hat dann auch die Quest irgendwann abgeschlossen. Oh, ich habe schon wieder eine Belohnung. Suche in den Ruinen. Oh, ein Stärkering. Der ist auch schon wieder gut. Bald haben wir die Forschungssonde fertig. Den wollte ich jetzt einfach mal killen. Der war so schön groß. Prestige bringt natürlich schon viel Knetin, die Sammeldaten. Haben wir auch fertig? Ne, 85% fehlt noch eins. Und da vorne ist was Grünes auf der Minimap. Jetzt habe ich den Behindertenmodus benutzt oder so, irgendwie diesen Tastatureingabemodus oder so. Ich weiß auch nicht, wie dieser Modus heißt, keine Ahnung. Also der heißt nicht Behindertenmodus, der heißt irgendwie Eingabehilfemodus, aber weil ich so wie Behinderter draufklicke, meine ich, weil ich so, ich drücke hier 1000 Tasten und ja, und auf irgendwann ist einmal was passiert. Okay, so, was haben wir denn jetzt hier? Die nächsten, 72%, gleich haben wir sie. Ja, für die kriegt man natürlich Verbesserungssteine, um diese ganzen Waffen und so zu upgraden. Okay, jetzt fehlen mir, oh Gott, noch immer 23% von diesen Tobis. Gucken wir mal. Ah, die müssen aber hier irgendwo sein. Diese Tobis. Und was ist hier? Suche in den Ruinen. Oh, gehen wir mal da. Die lilanen Sachen scheinen die wichtigen zu sein. One of the probes gave us the coordinates of some ancient object. Could you take a look? Immortals must use their powers for good deeds. Jetzt sollen wir auch noch Golems killen. Okay. Es geht doch auch in Richtung Golems töten. Aber die Tobis auch noch.
Okay. Schon 80% der Golems erledigt. Oh, noch mehr. Na, dann helfen doch mal kurz. So, noch einen Golem, dann müssen wir es haben. Ja, ist ein bisschen undurchsichtig, welche Quest man gerade macht und wo da gerade irgendwas zu erledigen ist. Also man sieht das ja oben. Aktiviere die Upload-Links der Wiese. Also das soll ich als nächstes machen. Ich muss hier aber noch ein paar Tobis killen, bevor ich das alles durch habe. Sonst verpasse ich dieser... Der Schein trügt. Und dann müsste ich 3 von 7 haben, theoretisch. Der mit seinem dämlichen Area-Schlag die alle gekillt. Ja, da sieht man mal, die Magier, die machen ja alles weg, ne? Ja, ja. Die Starken. So. Schein trügt ist auch erledigt. Ah, genau. 3 von 7. Das meinte ich damit. Okay. Und nun haben wir aber auch hier den Bereich erledigt und können hier vorne mal den Uplink-Terminal und dann uralte Schätze. In den Ruinen sind uralte Truhen versteckt. Mal gucken. Da gehen wir doch auch mal hin. Ah, mit Space jetzt hier schnell voranbeamen. Toll, jetzt habe ich keine Schnellsprintfähigkeit mehr. Hm. Bleib in den Dingern hier hängen. Okay, so. Jetzt sind wir doch auf dem Weg zum Uplink-Terminal. Helfen wir mal gerade, den Golem wegzukillen. Bringt zwar gar nichts mehr, aber immerhin. So. Mal gucken, ob die Gelben auch angreifen. Ja, greifen an. Ne, greifen nicht an, oder? Nö, sag nur, du darfst hier nicht hin. Du kommst hier nicht rein. Der Uplink-Terminal ist aktiviert. Wann immer du ihn benutzen möchtest, drücke M und klicke auf die Taste. Okay. Drücke M. Also, und dann könnte ich dahin teleportieren. Möchte ich aber nicht. Okay. Gut. Da vorne soll ich nach Vermissten suchen. Also gehen wir natürlich da mal Vermisste suchen. Okay. Habe ich eine Reliquie gefunden und ja, das war's auch schon. Uralte Reliquie, da war bestimmt ein Boss, die haben den eben bestimmt schon weggemacht. Und jetzt soll ich nach Norden da vorne. Ja, ja, ich darf hier nicht lang, ich hab's verstanden. You are not allowed here. Die könnten ja jetzt auch ruhig mal Deutsch sprechen. So, nun geht's weiter. Altertumsforschung. Besorge Komponenten der uralten Golems. Und Räuber. Oh Gott. Das sollen wir auch. Also die blauen ist die Ruinenräuber, dann die Golems und ja. Ein bisschen was mehr. Noch rote Informationen, gelbe Informationen. Es ist echt ja, interessant gemacht. Diese ganzen Farben in den Quests. So bunt. Okay, jetzt machen wir hier mal die Räuber. Thank you.
Das hat jetzt auch wieder ein paar Prozent gebracht für die Quest. Und da Altertumsforschung. Noch ein paar. Ne, ist wohl schon erledigt. Da sind noch ein paar Räuber. Okay, 66% schon weg. So, und nun, da sind noch mehr Räuber, die machen wir auch noch. Das machen wir mal mit dem Schneesturm hier. Der Schneesturm hat die ganz schön mitgenommen. Okay, und verborgener Feind. Wieder eine Position geschafft von 5. Oh, die Komponenten auch langsam. Da sind schon noch ein paar Teile, die man hier finden muss. Okay, hier vorne ist noch ein Golem. Okay, erste Berührung mit Antiquitäten. Das haben wir auch durch. Credits ohne Ende. Oh, da ist jetzt viel. Uplink-Terminals, die Vermissten-Suche. Mann, oh Mann. Darunter kann man wohl runterfallen. Traue ich mich jetzt nicht. Ein Terminal mehr freigeschaltet. Und eine Leiche des Wissenschaftlers. Ja, nur ein Eisrahmen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe diesen Porter da benutzt. Okay, bei so vielen Spielern versuche ich jetzt mal die Klasse zu wechseln. So, und jetzt machen wir das Ganze schon mal als Lichthüter hier. Wende die Fähigkeit zweifelig selbst, indem du die Taste drückst. Ach, da hat man so einen Schutzschild. Oder auf befreundete Ziele. Okay, also ich habe gerade die Lichthüter Grundlagen des Kampfes Sache. Wenn ich jetzt also einen Freund anvisiere und auf 2 drücke, kriegt der wohl eine Verstärkung. Jetzt bin ich Heiler. Okay. Ich gehe mal hier an den Räubern vorbei. Vielleicht tun sie mir nichts. Nee, die sind brav. Okay, wunderbar. So. Da oben geht's weiter. Hier ein bisschen hochklettern. Und da sind wieder neue Mobs. Himmlische. Sonniges Plateau. Da sind wir jetzt. Oh, der Cannon Area.
Das war doch auch schon mal nicht schlecht. Jetzt könnte ich mal hier so einen heilen, wenn ich zwei drücke. Ja, ich habe die Grundlagen geschafft. Boah, der Area ist stark von dem Heiler hier. Der Area ist stark mit dir. Nee, ist klar. Okay, und da oben, die Skaten sollen wir auch beseitigen. Jeder beseitigte Skat gibt 10%. Okay. So, 65% haben wir schon. Und da vorne sollen wir wieder Vermisste suchen. So, passt alles Garten weg. Oh, fliehender Wind, den killen wir auch. Der hält wieder ein bisschen was mehr aus. Oh, nee. Ich wollte mich gerade skillen. Okay, der ist dann doch... ja. Da ist der Heiler doch sehr schwach für den. Das dauert durch den Heiler ewig. Kann ich gut kämpfen. Ja, ich habe ihn gekillt. Boah, das gab viele Reliquie und einen Ring und alles Mögliche. Nicht schlecht. Okay, und nun sollen wir noch den Wissenschaftlerkörper hier untersuchen. Da haben jetzt auch wieder diese Mobs geschafft gehabt. 6 von 7. Oh, Ruinenschreck. Wir sollen zum Boss, heißt es. Hm. Aber da gehen wir jetzt als Krügermann hin. Wir tun ein bisschen skillen hier gerade mal. Den Templer. Mit Schneesturm. Nee, Sternsturm heißt das bei dem, okay. Hier haben wir noch zuckerndes Flimmern, kostet 20, nehmen wir ein paar gelbe damit. So, und hier nehmen wir einen gelben, um die Ausdauer zu erhöhen. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen den Lichthüter auch verstärkt. Oh ja, der Dreierschlag ist stark. Nutzen wir noch mal den Dreierschlag, gucken wir mal. Jo, der hat fast einen halben Balken weggemacht. Gut. Also auch ein Heiler kann was austeilen. Und jetzt? Jawohl. Der Heiler geht auch gut ab. Muss man sagen, also es kommt wirklich manchmal nur aufs Skillen an und so. So, hat er irgendwie noch was Schickes hier? Genau, da ziehen wir mal einen 16er Ring an. Hier auch ein 16er Ring, wir sind schon auf 640, yeah. So. Wir sind auf 642. Okay, sonst haben wir nichts mehr Verstärktes.
Und damit gehen wir mal den nächsten fliehenden Windkill. Danach kommt der Ruinschreck dran. So, da ist der Ruinenschreck. Vier Leben hat er. Noch zwei. Und jetzt ist er gleich tot. Das war's für ihn. Sehr schön. Haben wir auch den Ruinenschreck erledigt. Wieder ein 12er Ring. Ich habe aber mittlerweile schon alles 12er Ringe. Ah, jetzt kann man hier noch eine Truhe öffnen. So, erste Berührung mit Antiquitäten erledigt. Ist auf jeden Fall schon mal eine Hauptquest. So, und damit können wir nun schon wieder weiter. Wir gehen jetzt nämlich hier die gefährliche Waffe ab. Also, jetzt kommt noch immer die Hilfe für die Wissenschaftler, wenn wir hier weitergehen. Die hier ist die einzige, die wir bis jetzt durch haben. Jetzt kommt noch die gelbe, dann kommen noch verborgene Feinde, dann kommt noch hier das und hier. Ja komm, wir machen das noch komplett durch hier, das Gebiet. Oh nee, den machen wir aber nicht nochmal alleine. Ach, schon wieder die Einrastfunktion. So, wo müssen wir lang? Wir gehen mal hier mitten durch das Ganze. So, kann man da eigentlich rüberporten irgendwie über diese? Ah, ich glaube, da fällt man runter. Das lassen wir mal besser. Probieren wir jetzt einfach mal nicht dort zu sterben und gehen mal durch diesen Bereichsquest weiter. Oh, sieht aber echt schön aus. Und kommen nun zur gefährlichen Waffe. Vernichtet die Okkulatwächter und die Assassinen und die Mechaniker. So. They somehow hacked and reprogrammed the Mechanoids. That could create problems. Nee, Heiler bringt es nicht wirklich. Also es geht zwar mit dem zu kämpfen, aber nein, danke. Wir nehmen wieder den Kryomant. Der hat einfach viel mehr Areas und macht alles viel, viel schneller. So mag ich das. Okay, ja, jetzt. Da mache ich erstmal die Assassinen weg und so. Die Verstärkungsantenne mal benutzen hier irgendwie. Ne, deaktivieren sollen wir die. Okay,
Okay, die ist deaktiviert. Okay, wir machen hier Geld ohne Ende. So, ja, hier dieses Ding sollen wir auch, glaube ich, benutzen. Gefährliche Waffe. Ja, auch keine Ahnung, was das jetzt war. Schalte die zweite an. Ah, jetzt sollen wir noch irgendwelche Maschinen ausschalten, okay. Was denn hier? Gefährliche Waffe. Schalte die Zeitungs an. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ach, wir gehen einfach mal weiter. Geschwächte Maschinen. Ich weiß es gerade nicht. Ah, hier. Da vorne sind die erst richtig. Okay. So, die müssen wir auch noch. Stress. Und nun gucken wir mal. Also da vorne ist noch einmal diese Maschine. Okay, die machen wir jetzt erstmal aus, damit wir von den vier Stück schon mal zwei aus haben. Sollen wir hier vorne den gelben Quest machen? Keine Ahnung. Die Scissor-Maschine hier schon mal mit Markus sollen wir reden hier. Genau. Hello, who are you? What is it that brings you here? Ja, du fragst mich was? Good question. But listen, it can wait a bit. Let's talk about him later. I need some help. Dem sollen wir also helfen. A gang of robbers hit this place. A big one. They stole a warship somewhere, broke through the security system. I have no idea how they pulled it off. Thanks a lot. No way I can handle this alone. Worse, I can't contact the capital. So I can't request help. First off, we've got to fix the security system. I'll try to figure out how the bandits got inside. This robot should have some sort of record. I'm afraid the bandits will soon find what they're looking for. I'll have to chase them all across Aelion. Try to delay them. Get back what they stole. Okay, Ausrüstungstab klicken und Schnellzugriff auf 1 und lege dort Markus als Gegenstand ab. Markus ist ein Gegenstand, okay. Halte H gedrückt im Gegenstand zur Schnellzugriff hinzu und verwende ihn im Kampf durch erneutes H drücken. Ich habe wieder was Neues gelernt. Also H. Ah, okay, so ein Schnellrad. Oh, jetzt sehe ich den da unten auch neben meiner Leiste. Und wenn ich H drücke, Regenerationsschub.
Ja, das ist ja mir nicht übel. So lernt man immer noch dazu. Okay. Und nun die Verstärkungsantenne wieder ausschalten. Dann haben wir das auch schon mal wieder. Schalte die vierte Antenne aus. Ja, du sagst mir Sachen. Studium der Feinde. Okay. Okay. Da war auch noch was. Was ist das? Ja, hat irgendwie auch nichts gebracht. Gefährliche Waffe. Mann, oh Mann, oh Mann. So viel Zeug hier. Da ist gefährliche Waffe, das Verderben in der Ruine. Hier ist Studium der Feinde, da ist geschwächte Maschinen. Oh Gott. Also wir müssen erstmal gefährliche Waffe hier oben noch Okulatwächter erledigen. Okay. Suchen wir hier noch ein paar Okulatwächter. Da haben wir doch schon mal ein paar. Okay, dann haben wir sie jetzt bald. Muss man echt viel aufräumen. Und damit haben wir auch die gefährliche Waffe durch. Geschwächte Maschinen. So, für Ordnung sorgen. 1 und 4. Das haben wir jetzt schon mal. So. Jetzt müssen wir hier noch die Studien der Feinde machen. Dafür müssen wir Inspektoren, Gedächtnismodule, Mechaniker. Dann müssen wir noch die Antenne. Dann haben wir schon mal... Boah, uiuiuiui. Da geht doch auch das Studium der Feinde höher. Okay. Und ja, im Endeffekt sind Gedächtnismodule drin. Oh mein Gott. So viel Zeug zu erledigen. Gut, jetzt fehlen mir nur noch ganz wenige Scissor-Mechaniker, würde ich sagen. Da gehen wir doch einfach mal weiter runter. Da müssen auch noch welche sein. Und? Ja, wo ist die nächste Antenne? Da unten ist die nächste. Da unten steht sie. Okay. Ja. Noch immer Mechaniker. Da ist einer.
Okay, jetzt fehlen uns nur noch die Module, wo man die herbekommt. Ja, ich dachte eigentlich, die müsste ich schon alle haben. Aus den Scissor-Teilen bekommt man die. So, jetzt erstmal hier die Waffe, diese Quest erledigen. Dann müssen wir 2 von 4 haben. Jawohl, für Ordnung sorgen. Halte die Taste H gedrückt, um den Gegenstand zu schnell und verwende im Kampf. Halte die H gedrückt, um den Gegenstand zum schnell zu verfleißen. Nehmen wir mal diesen H-Gegenstand, drücken wir auf H. Durch erneutes H-Drücken benutzt man ihn. Ja, da funktioniert ja alles super. Also irgendwie das H tut's nicht. Ah, jetzt hat's funktioniert. Okay, Regeneration. Substrat lädt sich wieder auf. Okay. Jo. The regeneration substrate should be recharged before it can be used again. It can only be recharged out of combat. Ah, okay. Rechargen läuft nur außerhalb des Combats. Gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir auch Studium der Feinde durch. Damit haben wir jetzt auch diese Quest erledigt und können nun lade die Daten von der Schrifttafel auf dem schattigen Plateau herunter. Gut, wieder ein Schritt weiter. People's faith gives strength to immortals. The more people who believe in them, the more powerful they are. Everything is starting to fall into place. I think the data of the last glyph contains the missing part of the message. Ja, ihr seht schon, wie komplex dieses Gebiet hier ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man das abbrechen kann und dann da weitermachen kann, wo man dran war. Das wäre natürlich ideal bei so einem langen Gebiet, sonst hat man hier echt lange zu tun. Weil wir müssen ja jetzt noch dahin, dahin und da ganz oben in den Norden. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir müssen ja noch eine Schrifttafel, noch 2 Uplinks. Ja, ein bisschen was müssen wir noch tun. Aber da müssen wir auch langsam Prestige-Rang 700 kriegen, für das nächste Relikt zu öffnen. So, ich glaube, die hier müssen wir bestimmt killen. Jawohl. So, das waren jetzt also 32% dieser eine Gruppe. Das war doch schon mal okay. Und der nächste Uplink. Okay. That's strange. The signal is becoming weaker. What is there? I had detected another signal. It looks like the bandits decided to keep the cliff. We need to get it back. Es ist also eine allumfassende Story, die hier auch weitergeht. Aber wie ihr seht, es ist halt ja viel einfach nur Area Questen, aber es ist mit einer Story verbunden und das finde ich schon cool gemacht. Also muss man schon sagen, nicht einfach nur töte 5 Roboter, sondern immer mal wieder so ein kleine Sprachausgabe, kleines Questdetail. Das gefällt mir.
jetzt noch die paar da und dann müsste theoretisch auch die Orangensachen da erledigt sein, diese für Ordnung sorgen Dinger. Nein, mir fehlen noch 4%. Also noch eine kleine Gruppe suchen. Na, gucken wir mal. Müssten wir eigentlich jetzt, da vorne ist ein Akkulat. Wenn wir das killen, haben wir es. So, damit sind wir durch und haben dann Sekuta Panzerbeast. Beseitigen den schweren. Ui. Oh, wir sollen den Nameda killen jetzt. Schweren Sekutor Panzerbeast. Ja, das ist ja mal cool. Jetzt kommt der Nameda durch. Ah, da ist schon ein anderer Spieler dran. Helfen wir dem doch mal. Der ist ja jetzt gleich weg vom Fenster. Das geht ja. So, damit haben wir wieder einen großen. Oh, ein 22er Ring. Jetzt geht's aber zur Sache hier. Für Ordnung sorgen. Plus 39 rote Diamanten. Die brauchen wir ja zum Skillen. Okay. Das ist doch schon mal schön. Und nun geht's auf die Zielgerade. Nur noch hier oben diesen kleinen Bereich, sind aber auch noch mal 4 Quests. Da müsste es auch noch ein bisschen was an Belohnung geben. Dann schauen wir doch mal, was uns da jetzt erwartet. Säuberungsaktion, verborgene Feinde, beseitigt die Räuber auf dem steinigen Plateau. Das sind die hier. Also beseitigen. Okay, 22% beseitigt. Säuberungsaktion. 27% geht doch voran. Wunderbar. Oh, da haben wir aber einen Wanderer des Feuers. Schick. Jetzt edit er natürlich, ist ja klar, sonst wäre es ja langweilig. Helfen wir mal, weil der ist ja nicht so einfach. Okay, oh, und da kommen kleinere. Okay, und hier ist wohl ein Named. Beseitigt den uralten Golem. Den sollen wir auch besiegen. Nur weil da unbesiegbar drauf ist, ist der doch nicht unbesiegbar. Also steht zwar drauf, aber ich kill ihn trotzdem. Noch 6 Lebensleisten. Mal gucken. Noch 5. Also es geht schon mal abwärts. Das mag ich. 4.
hier? Nee. Was? Der hat mich gekillt? Hä? Okay. Wie der mich jetzt so schnell gekillt hat, habe ich jetzt nicht wirklich mitbekommen. Aber er hat mich völlig zerstört. Aber dadurch, dass ich den jetzt auch Schaden gemacht habe und die anderen den gekillt haben, habe ich diese Quest erledigt. So, 2 von 5. Und jetzt tun wir mal ein bisschen was von den Items ein. Ah, ne, Moment. Erstmal machen wir die hier weg. Nämlich bald auch diese Säuberungsaktion fertig. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was einpacken können hier. Ja, 665 sind wir schon. Wir sind auf 675. Und mal gucken, ob wir noch mehr als einen 16er Ring haben. Nee, Ringe sind wir nicht mehr besser, aber hier die Waffe, wie es aussieht. Wir kommen immer höher. Alles nur 15er. Hier ist zu teuer. Ja, wir haben leider auch gar nicht mehr 400 von diesem blauen. Okay, damit können wir auch diese Waffenverbesserung nicht mehr benutzen. Und hier den erst ab 700 Prestigepunkten. Heißt, wir brauchen noch 20 Prestigepunkte. Ein paar Items brauchen wir noch. Uiuiui. Aber... Oh, jetzt muss ich erstmal kämpfen gerade. Okay, das ging ja einfach und jetzt kämpfen wir da vorne nochmal. Okay, noch einen Räuber. Dann haben wir diese Quest auch fertig. So, damit sind wir auch durch diese Quest durch. Und 3 von 5 haben wir fertig. Sehr schön. Wir beenden das langsam hier oben. Jetzt müssen wir nämlich nur noch nach der Schrifttafel, da den Anführer killen und den Terminal. Und dann haben wir es. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind fast durch die Ruinen durch. Das gibt nochmal eine gute Belohnung. Ach komm, schalten wir noch ein bisschen was frei. Wir sind gerade so weit, wenn ich da auf dem Weg bin. Schalte ich noch ein paar Skills frei. Moment. Erstmal hier ein bisschen runter noch. Weil hier ist ja noch ein bisschen Platz. So, jetzt. Erhöht den Basisschaden. 50 Rote habe ich. 685. Mobs, die einem gar nichts bringen. Erscheinen nur und bringen nichts. Okay, dann eiserner Vorhang. Vernichtet die Mechanoiden. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier mal gucken. I have detected an energy spike. The last glyph must be somewhere nearby. There are other worlds. Aside from Aelion, gods and mortals inhabit them. Ach, es gibt noch andere Planeten.
Hört sich jedenfalls gerade so an. Oh, die halten aber was aus und teilen auch was aus. Eieiei. Nimmt dem zweiten Banditenhelfer die Tafeln weg? Nimmt dem. Irgendwas haben wir geschafft. Ja, die Ahnenforschung. Okay. Anzahl der von. Der Effekt läuft ab. Okay. Gut. So, jetzt aber noch. Nimmt dem zweiten Banditenhelfer die Tafel weg. Also da hinten die. Okay. Sollen wir die hier auch killen oder sind die nur so da? Na, wir töten mal welche. Mal gucken. Also, ja. Oh nö, nicht schon wieder. Oh Mann, oh Mann. Also, Porten kostet für Premium-Konten nichts. Ansonsten 750 Credits. Auch wieder etwas, was man ja erstmal lernen muss. Die Frage ist natürlich, wenn ein so ein Argus-Punkt 350 Credits kostet, ob man 2000 Argus-Points kaufen will für diese Premium-Kundschaft. Aber naja, ist okay. Kuss. So, Küsschen geben, sehr schön, wunderbar. Und ja. Also ihr habt gerade gesehen, das war jetzt gerade zu viel. Man konnte aber gar nicht rausfinden, ob diese Mobs zu stark sind oder nicht. Die waren einfach nur stärker auf einmal. Ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich weiß auch nicht, woran man das festmacht, ob die stärker sind. Die haben zwar dann ein bisschen mehr Leben und sowas, aber da steht halt nicht Level 77 oder so. Also man kann nicht wirklich sagen, ja, die sind 5 Level höher als ich. Oder nee, die nicht. Die haben halt 263 Leben. Hört sich halt viel weniger an als das, was ich habe. Von daher sehen die einfach sehr... Oh, 63 Leben. Ja. Sehen sehr einfach aus. Aber gerade die waren es ja nicht wirklich. Die hier waren nämlich nicht einfach. Also dieser Dicke da. Der Sprengmeister und der andere. Die waren richtig stark. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr ran. Das war mir jetzt so ein bisschen zu heftig. Und da ist ein rotes X. Da bin ich gestorben. Mal gucken, was das bedeutet. Ob ich da wieder hingehen muss und da irgendeine Leiche aufsammeln muss. Doch, vernichtet die Mechanoiden. Ich muss die vernichten. Oh mein Gott. So, hier bin ich gestorben. Aber bringt nichts. Ja, komm, versuchen wir es nochmal. Wenn man sich konzentriert, geht's schon. Bringen 10%, okay. Das ist natürlich schon einiges an Prozenten. Hier soll noch eiserner Vorhang sein. Ja, wir gehen jetzt erstmal da oben hoch, oder? Ich weiß auch nicht. Im Moment bin ich ein bisschen überfragt. Da ist auf jeden Fall noch eine Hauptaufgabe. Gefahr für Elion. Bringt das Raubgut zurück, das zurzeit im Tresor des Anführers der Wilderer lagert. Da ist das Tresor.
Ich habe die Reliquien. Okay, cool. Das hat ja jetzt zum Glück durch den anderen Spieler locker geklappt. Okay, und ich habe jetzt irgendwie was da. Tarian der Huchtige, Banditenanführer. Muss man den jetzt killen? Eigentlich muss ich den Mechanoiden killen, ne, da vorne. Und Rückgabe des Raubguts machen. Na, machen wir mal die hier weg. Jetzt machen wir doch den mit. So, das hat jetzt nichts gebracht. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit in der Quest, dass wir den hätten killen müssen. Wir mussten bestimmt hier noch die zweite Banditenhelfer und sowas alles erledigen vorher. Die da. Okay, das hat dann doch noch geklappt. Ja, das war der zweite Banditenhelfer Seda. Und da kommen jetzt noch diese Mechanoiden. Und das müssen wir machen. Nur den Rückgabe des Raubguts und dann das. Und dann noch den Uplink-Terminal. Dann sind wir eigentlich durch. Also machen wir das doch jetzt. Okay, damit haben wir die Mechanoiden durch und nun noch das letzte Raubgut. Das ist da vorne in 170 Metern, da gehen wir jetzt noch hin. Vorher skillen wir uns noch ein bisschen. Ja genau, skillen war hier. Kava-Skill, klar. So, was haben wir hier? Brauchen zwar 50, wir haben 41, kriegen wir, tun wir 9 gelbe dazu. Erhöht weiter den Basisschaden. Okay. Erhöht Impulsschaden. Den blauen, ja, da packen wir noch was Impulsschaden drauf. Sehr schön. Wir sind bei 697. Noch ein paar, dann können wir wieder so ein Relikt aufmachen. Da ist richtig viel Belohnung drin. Okay. Kyonischer Impuls. Da brauchen wir 50 rote für. Wir haben zwar noch 50 gelbe, aber warten wir mal ab, was wir hier am Ende kriegen. Wir machen jetzt einfach noch hinten dieses Raubgut und machen noch den Uplink-Terminal. Dann haben wir alles. Und vielleicht gibt es dann ja auch wieder rote Punkte. Schauen wir mal. So, jetzt hier die Helfer killen.
Ja, das war er schon. So, damit haben wir jetzt den nächsten verborgenen Feind durch. Ja, beseitige den Banditenanführer. Den habe ich aber eben auch schon gekillt. Und da gibt es 39 Grüne. A reminder, you can instantly teleport to any uplink terminal in the area. And from there, to any location on Aelinar. Genau, also von den Terminals kann man dann auch über die ganze Welt porten. Und müssen jetzt nur noch doch den Banditenanführer killen, weil dann haben wir Gefahr für Elion. Alles erledigt, würde ich sagen. Wir müssen aber eigentlich zu Markus im göttlichen Observatorium. Aber gut, den fehlendes Fragment, das wollen wir aber noch machen. Da haben wir aber hier schon 100%, da schon. Eigentlich haben wir alles, ne? Aber irgendwie müssen wir hier noch sowas Kleines erledigen. Verborgene Feinde. Ja, wann die hier kommt, Hilfe für die Wissenschaft, weiß ich nicht. Aber verborgene Feinde müsste ja jetzt kommen. Das ist ja die blaue... Ne, ist eine gelbe Quest. Die gelbe ist gar nicht zu sehen hier. Na, mach mal einfach mal. Mal gucken, wie es klappt. Das wird was dauern. Aber solange ein paar Kugeln kommen, 8, dürfte das trotzdem klappen. Okay, da muss man einen von killen, damit es weitergeht. Und wie viel hat er noch? 7. Hat er. Okay, jetzt wird es langsam heft. Noch 4. Immer 4. Noch 3. Jetzt geht's langsam runter. Und das war's. Super. Fehlendes Fragment nun auch erledigt. Und Ausgrabungsstätte Isola erledigt. 171 von den blauen Dingern. Für die Waffenverbesserung. Okay. Ausgrabungsstätte erledigt. 171. Sehr schön. Ausrüstungsset habe ich jetzt bekommen. Okay, das weiß ich nicht mehr, was das war. Gucken wir mal in die Tasche. Das hier. Ach, Doppelklick, glaube ich. Ah, das gab doch wieder Items. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen Waffen hochhauen. So. Siebenhunderteins. Wir sind auf der nächsten Stufe. Jawohl, und ein neues Ho, das leuchtet ja richtig schön. Jetzt müssen wir aber langsam mal was wegschmeißen hier.
So, jetzt haben wir ein bisschen was weggeschmissen. Wir sind noch Kryomant, sind auf 701. Und haben jetzt ganz viele blaue hier. Aber keine, doch ganz wenig rote. Nehmen wir mal hier den roten jetzt noch zum Verstärken. Nee, für kryonischer Impuls. Ja, schön. Kryonischer Impuls. Den nehmen wir jetzt. So, wieder was mehr. Grün, 50 Stück haben wir. Für maximale Gesundheit. Erhöht Impulsschaden. Blau haben wir auch. So, und jetzt fehlt uns wieder Rot. Jetzt können wir auch kein Rot mehr einsetzen. Weil wir brauchen 50 und haben nur 44 Gelbe. Jetzt müssen wir Rote sammeln, sonst geht es hier nicht weiter. Ja, also, Kryomant schon mal auf 725, immerhin. Plus, dass wir die Waffenverbesserung jetzt machen können, weil wir wieder 7 gesammelt haben. So, und damit haben wir jetzt einen Rang 1er Waffenverstärker. Höchster Rang ist 2, den wir hier schaffen können. Dafür müssen wir jetzt 9er Verbesserungsstein haben. Okay. Ja, so geht's immer weiter. Also wieder Upgrades von Rängen, von Stufen, von... Boah. Nicht schlecht, aber man muss doch einiges sammeln. Das hier ist also die höchste Rangverstärkung auf 2 möglich. Gut. Der hat die höchste auch 2. Da kann ich aber noch viele von denen hier sammeln. Wenn wir wieder 7 haben, geht es wieder weiter. So, da haben wir wieder 7. Und schon wieder 5 mehr Prestige. Also so geht das immer weiter. Man verbessert alle Waffen und so weiter. Und nun geben wir noch bei Markus im göttlichen Observatorium die Quest ab. Hingeportet, verwenden und Gefahr für Elerion. Die geben wir jetzt ab. Ab ins göttliche Observatorium. Dann haben wir doch alles Mögliche geschafft. Dann haben wir auch hier 2 Stunden lang diesen Bereich jetzt gemacht und den Hafen und so weiter. Dann haben wir richtig viel geschafft. So, und hier vorne müsste jetzt irgendwo Markus stehen. Also jedenfalls laut der Map. Hier jetzt irgendwo. Da ist Markus. Also Markus, erzähl uns mal, wie geht's weiter? I don't know how to thank you. I couldn't do it alone. You had a question about the Gravedigger, didn't you? Well then, don't think I'm crazy, but there's a chance the Gravedigger isn't really an evil creature or an invading monster. I saw him spare a mortal's life when he easily could have killed them. It's the truth. Have you ever known the Remnants to do something like that? They show no mercy. Ja, er heißt Emilius, Captain eines Zivilschiffs. Er ist im Park und die Sprachausgabe ist weg. Ja, so ist es meistens mit den Betas. Und damit kriegen wir wieder eine dieser Kapseln. Und können jetzt mal gucken, was diese Kapsel so kann. Moment. Also jetzt hier. Erstmal die hier, die Reliquia Level 2. Die haben wir jetzt auf 700 Prestigepunkten und kriegen wohl 85 rote, wie es aussieht. Also machen wir mal auf. Ja, sehr schön. Da unten 85 rote, 85 blaue, 85 grüne. Sehr cool. Und mit Prestige Level 800 geht die schon wieder auf und es gibt 5000 Credits. Die 800, wir sind ja schon bei 735, dürfte nicht mehr lange dauern. Und der hier enthält 75 Bonusfunken. Okay. Das mit dem Bonusfunken habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, wie geht denn das Gepäck jetzt höher?
Ein Platz kaufen für 15.000 Credits. Ja, die haben wir ja. Yeah, Gepäck vergrößert. Oh, das nächste kostet wieder 15.000. Wir haben nur noch 9.900. Okay, dann erstmal nicht. So, dann haben wir hier noch 12er Ring. Jetzt langsam aber sicher blicke ich durch das Spiel durch. Ich komme doch jetzt relativ gut zurecht mit allem. Und die Ausrüstung können wir auch wieder hochstufen. So, wieder 5. 740. Es geht immer weiter. Oh, ich glaube, wir haben stärkere Ringe. Da sind 16er Ringe. Und wir hatten einen 20er Ring. Damit haben wir jetzt 744 Prestige. Boah, das Prestige, das steigt hier bis ins Unermessliche. Und durch die roten, die wir gerade bekommen haben, kann ich natürlich hier wieder verstärken. Und zwar Bonusschaden. Talenterschöpfung. Machen mehr Schaden. Aha, sehr cool. Dadurch wird eine Grundkampfart verbessert. You have gained a new talent. Talents influence your combat abilities. Choose and combine them in any way you want. Dann gucken wir doch mal, wie man die jetzt kombiniert. Das ist hier dieses Teil, habe ich gerade bekommen. Für den kryonischen Impuls. Und der kryonische Impuls ist ja das, was ich immer schieße. Und wenn ich den jetzt aktiviere hier unten, dann ist der besser. Dann hat der auf Ladelevel 1 Frostsplitter und dann eisiges Geschoss. So, jetzt habe ich auch die Erschöpfung drin. Jetzt ist also hier das verbessert. Hat zwei Ladelevel jetzt, seht ihr? Okay, cool. Ja, mein Kryomant, der wird hier richtig stark. Tun wir mal weiter skillen. Ich habe nämlich noch grüne, 233. Mehr Leben, Ausdauer. Mehr Impulsschaden. Blaue habe ich auch noch ganz viele. 773 Prestige. Wir nähern uns der 800. 75 Grüne. Wieder mehr Ausdauer. Wieder mehr Gesundheit. 783. Uiuiui, jetzt wird es bald spannend. Und noch 60 Grüne habe ich noch. Noch mehr Gesundheit. 793. Oh, oh. Bald haben wir es. Bald haben wir die 800 geknackt. Oh, 75 rote. Wir haben 35. Plus 40 gelbe, die universellen. Dann haben wir den Froststahl als Fähigkeit. Den nehmen wir noch. So, zack. 803. Wir haben den Froststahl jetzt. Sehr cool. Den gucken wir uns gleich mal an. Und geben jetzt noch ein paar blaue aus. Hier sind nämlich ja noch zwei blaue. Mehr Basisschaden. Glück. Das ist auch nicht schlecht. So, aber den roten, den müssen wir uns jetzt wieder sparen. Da können wir jetzt erstmal nicht weitermachen. Aber jetzt haben wir doch schon ganz schön viel da an Hauptdingern freigeschaltet, muss man doch schon sagen. Und jetzt gucken wir mal, was die können. So, also, wir haben jetzt hier die zwei als Neues. Den Froststrahl, mal gucken, was der gleich kann, verursacht 56 Schaden und wendet die kryonatische Hemmung an.
2 Sekunden lang. Ah, ein Stun. Sehr schön. Und was haben wir gerade noch freigeschaltet? Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber wir sind auf jeden Fall 824 und können in die Tasche gucken. Und wieder das Reliquiar öffnen. So, das gab 5000 Credits. Und als nächstes 1000 Prestigepunkte. Dann gibt es von jedem Funken wieder 90 Stück. Sehr cool. Aber 1000 sind natürlich noch eine Nummer. 180 Prestigepunkte mehr. Da müssen wir doch ein bisschen was sammeln. Da, die 2 ist neu. Talenteinstellung. Klicke auf F, um die Belohnung zu erhalten. Talentplätze. Ich habe wieder einen Talentplatz bekommen, kann das sein? Gucken wir mal. Ah, noch ein Talentplatz. Ich habe aber noch kein anderes Talent, von daher kann ich jetzt mein Limit nicht erhöhen. Da bräuchte ich nur ein neues Talent für. Jetzt gucken wir nochmal den Paladin, ob der noch ein paar Sachen freischalten kann. Der Paladin, der kämpft ja auch nicht schlecht. Ja, grüne haben wir noch. 50 grüne. Naja, 2 gelbe habe ich noch. Packe ich rein. Also Ausdauer verstärken vom Paladin. So, der Paladin ist auch auf 827. Kritischen Schaden vom Paladin erhöhen. Haben wir auch noch. So, 834. Und jetzt fehlen uns hier auch die Grünen. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist vorbei. Das Talent haben wir noch nicht vom Paladin frei. Da fehlen uns jetzt noch Grüne, Rote und dann die Blauen haben wir dann. Aber da müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Aber der Paler macht sich jetzt auch immer besser. So, von der Ausrüstung geht nichts besser beim Paladin. Ihr seht's hier. Sonst wird hier irgendwo ein roter Pfeil sein, wenn ich was Besseres im Inventar hätte. Aber jetzt kämpfen wir noch ein bisschen mit dem. So, wir gehen nämlich jetzt mal gucken. Böse Ahnung. Sprich mit dem Zeugen, der den Totengräber im Park gesehen hat. Dafür sollen wir zum zivilen Schiff oder in den Park. Also, auf geht's zum Park. Da war ich bis jetzt auch noch nicht. Ist für mich wieder ein neues Gebiet und das interessiert mich doch auch mal, wie das so aussieht. Das sieht schon cool aus. Wenn man da jetzt richtig lang fliegen würde, wäre das noch eine Nummer cooler als nur so ein Screenshot. Oh, wie hübsch. Was ein schöner Park. Warum hat der hier so ein cooles Auto? Ey, ist ja voll geil. So, sprich mit dem Zeugen, der den Totengräber gesehen hat. Jetzt müssen wir hier nach vorne. Sind ein paar Meter. Auf jeden Fall. Viel zu laufen bis da vorne. Gucken wir mal auf die Map. Hübsch. Interessante Architektur. Oh. Ah, das hat ja schon was, ne? Irgendwie so episch. Boah. Das sieht ja schon irgendwie episch aus hier, muss man ja sagen. Mit riesen Autobahnen. Cool. Ich muss hier langsam mal meine Gilde gründen mit 50.000 Credits. Bisschen Credits bauen. Ah, vielleicht gibt es meine Gilde ja schon. Gucken wir doch mal gerade. Ach, ich muss mich wieder einloggen. Das ist irgendwie komisch. Manchmal ist man eingeloggt, manchmal nicht. Ach, da unten steht er. Naja gut, dann darunter jetzt. Und dann gucken wir mal, was er zum Totengräber zu sagen hat. I've told the story 100 times. Maybe you'll be the one to believe it. So, the gravedigger. That guy is no monster. You know what I think? He's actually a victim. This guy grabs me by my throat. I'm thinking, end of the road for me. I'm about to punch out. Go join my ancestors. But then he lets me go. He just stands there, shaking his head. It was like he woke up, didn't know where he was. So the guy is standing there, right?
looking at me in the damned eye, like he wanted forgiveness. I ran. I didn't even know what to think. Maybe he isn't an enemy at all. Just a beast caught in a trap. Ja, das ist ja jetzt auch mal eine Wendung, die man so nicht erwartet hat. Also, der Totengräber ist doch nicht böse. Mhm. Veröffentlicht mit Hilfe des Terminals einen Bericht mit den Zeugenaussagen. Okay, einfach nur mal anklicken. Mehr kann man da gar nicht groß machen. So, Bericht ist veröffentlicht, bla bla, wunderbar, ging super. Und mit Herida widersprechen. So, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ihr seht, auch diese Quest geht jetzt weiter vor sich hin. Man müsste jetzt also wieder ins Observatorium. Dann sagt Herida was zum Totengräber. Und da muss man wieder irgendwie auf eine Mission. Jo, und das machen wir auch, damit wir irgendwann mal hier Prestige 1000 werden. Aber jetzt stecken wir erstmal bei 834 fest. Ich will auch ein Pet. Manu. Ja, und wenn ihr wisst, wie man ein Pet kriegt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.